So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier einen Golf 2 VR6 stehen. Und zwar gehört der dem Tom, den zeige ich euch auch gleich. Das Auto kommt ursprünglich, oder was heißt ursprünglich? Ich hatte doch mal so ein Gewinnspiel gemacht. Und da hatte der Tom quasi gewonnen für eine VR6 Optimierung. So, guckt euch das Auto mal an. Was war das für ein Lack? Galaxy, ne? Genau. Ford Galaxy Lack ist da drauf. Wenn das Ding draußen steht, sieht der richtig geil aus, muss ich sagen. Also der Lack kommt auf dem Golf definitiv besser als auf dem Ford selbst. So, ich habe jetzt hier schon mal gezurrt. Pickup ist angeschlossen, damit wir uns die Drehzahl ziehen können da hinten. Und dann machen wir gleich erstmal eine Eingangsmessung. Und ich würde mal sagen, da ich heute ein bisschen im Stress bin, werde ich jetzt erstmal die Eingangsmessung machen und danach setzen wir uns mal zusammen und quatschen mal ein bisschen mit dem Tom, wie er überhaupt zu diesem Auto gekommen ist, weshalb, warum und so weiter und so weiter. Ja, erste Messung ist gemacht. Ich hatte jetzt nochmal richtig korrigiert. Und wir haben 182 PS und 235 Newtonmeter. Also Newtonmeter kommen relativ gut hin. PS streut so grob 8 PS nach oben. Also Motor läuft gut. Wir gehen mal zum Besitzer rüber. Moin. Das ist der Tom. Hi. Zufällig hat er halt das Ding gewonnen mit Leistungssteigerung, Prüfstand, Messung für den VR. Ist auch schon eine halbe Ewigkeit, wo ich die Verlosung gemacht habe. Das hat ewig gedauert, der Winter lag dann dazwischen, dann wollte er halt nicht so gerne fahren bei Schnee, kann ich auch verstehen. Aber jetzt erzähl mal was. Hattest du den Motor jetzt neu gemacht oder was war jetzt mit dem Ding? Ich habe Motorschaden gehabt letzten Sommer. Ja. Hab den ganzen Passat gekauft, schicke Betrieb auf VW mit 150.000 gelaufen. Ja. Hab den dann nochmal zerlegt, komplett alles neu gemacht, das so ging. Ja. Und dann eingebaut. Also, ich sag mal, wie man sieht, lohnt sich das auf jeden Fall, Geld in eine Revidierung quasi reinzustecken, weil Serie drücken die ja 174, oftmals streuen die. Also beim VR ist das ganz, ganz komisch. Ja, es gibt Hunderte, die schaffen nicht mal ansatzweise das, was angegeben ist vom Hersteller. Und dann gibt es wieder zig viele, die streuen höher. Ne? Also die Dinger wurden echt unterschiedlich eingefahren. Und was ich erfahrungsgemäß auch sagen kann, die VR6 Motoren, die mit Automatikgetriebe liefen, laufen besser als die vom Schalter. Keine Ahnung. Das war auch ein Automatik. Ne? Darum ist. Also erfahrungsgemäß ohne Scheiß. Das haben wir früher schon festgestellt. Die Motoren, die mit dem Automatikgetriebe liefen, die laufen besser, wenn sie danach umgebaut werden in irgendeinen anderen Wagen, als die mit dem Schaltgetriebe. Warum auch immer. Keine Ahnung. Konnte mir noch keiner erklären. Ich selbst habe so ein, zwei Theorien im Kopf, aber ob das jetzt so hinkommt, keine Ahnung. Ist aber auch Wumpel. Wir haben 182 PS und 235 Newtonmeter. So, ich mache die mal kurz aus. Wir gehen gleich ins Steuergerät ran und machen noch ein bisschen mehr Leistung. Ne? Würde ich mal sagen. Achso, auch übrigens ganz lustig, nachdem ich ihm geschrieben habe, dass er gewonnen hat,
haben wir dann selbst festgestellt, dass wir uns vorher irgendwie auch schon mal kannten. Der war nämlich mal vor 2 Jahren oder so, hatte ich einen 3er VR zu verkaufen und er war da, den zu besichtigen. So, haben wir dann im Nachhinein irgendwie festgestellt, weil er mir seine Nummer geschickt hat und ich dann gesehen habe, oh, die hast du ja schon abgespeichert gehabt mal. Ja, so klein ist die Welt. Aber ich denke mal, das ist schon geil, Alter. 182 PS, 235 Newtonmeter. Also ich kenne so viele VR, die schaffen nicht mal Serie und dann gibt es halt extrem viele, die streuen halt rüber, ne? Und machen dann 179, 180, 182, so wie deiner halt, ne? Das ist schon echt geil. Ja. Selber begeistert, wäre froh gewesen, wenn er 160 gehabt hätte. Ja, wie gesagt, aber das erklärt natürlich einiges, als du eben gerade sagtest, dass das Ding aus dem Automatikauto kommt. Die Automatikmotoren laufen besser. Warum auch immer. Weil die länger Drehzahl kriegen durch dieses Automatikgetriebe, halt besser eingefahren sind. Weiß der Geier was? Keine Ahnung. Ich habe wirklich einen gesucht. Das war schon mein Plan, Automatik zu finden. Meine Meinung war auch, dass sie nicht getreten werden wie ein Schalter. Ja, wahrscheinlich, ne? Da wird so 2.500 gehalten, allerhöchstens, und dann rollen die Kisten vor sich her, ne? Wer weiß. Eine Erklärung habe ich dafür nicht, aber... Soll der alte Modus kaputt gehen, weil die untere Steuerkette gerissen ist. Ach, auch noch. Ja, von der Ölpumpe, die, oder? Ach, war's so. Das? Ja. Hat vorhin Ventile Hallo gesagt und dann... Ja, gut, dann, das geht natürlich. Und den Motor hast du ein ganzes Auto als Schlachter gekauft? Genau. Ach so, und hast du das dann ausgebaut? Den Motor behalte ich jetzt, der wird jetzt für Turbo fertig gemacht. Mhm. Und der jemand als Sauger, ne? Ja, ja. Ja, aber sieht schick aus. Also ich finde auch die Farbe geil. Das ist eine Ford Galaxy Farbe, hatte ich eben schon erwähnt. Also ich finde echt, wenn der draußen steht, werde ich euch nachher nochmal zeigen. Wenn der draußen steht, sieht der nochmal geiler aus. Ich finde auch wirklich, dass die Farbe auf so einem Golf 2 viel besser aussieht als auf dem Ford selbst. Ich baue jetzt gleich das Steuergerät aus und mal gucken, ob wir die 200 PS angekratzt kriegen. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Fächertrümmer hast du ja nicht drin, ne? Also ist komplett Serie. Genau. Also ich habe auf jeden Fall schon, kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, VR6 Motoren mit Fächerkrümmer, Chip drauf und Nockenwelle, 210, 220 PS ist dann nicht unrealistisch. Das sind dann auch wieder die geil laufenden Motoren mit Upgrades, die die Leistung dann auch wirklich schaffen. Und einige andere, die haben dieselben Upgrades, laufen aber kacke und schaffen nicht mal 200. Ne? Aber der hat auf jeden Fall gutes Potenzial. Gerne. Denk auf jeden Fall. Ey. Ich hätte auch nicht gedacht. Also ich hatte ein VR mal gemessen im Dreier, der hat 181 gemacht oder 180,5 oder so. Mhm. Der lief auch geil. War auch ein Motor aus einem Automatik und dann habe ich auch schon VRs gemessen mit 170, 169. Mhm. Das habe ich auch ganz oft gehört. Deswegen war genau. ich wäre zufrieden gewesen, wenn er seine 160, 165 gehabt hätte. Ja, ja. Ja, deswegen. Ich habe leider meinen Zweier damals nie gemessen. Mich hätte damals auch mal interessiert, was der an Leistung hat. Mhm. Der war auch mit ein paar Umbauten und halt Chip drauf. Und das Ding war sauschnell. Mhm. War richtig schnell. Was ist das denn hier? Hat deiner Hunger gehabt oder was? Ja, kriegst du ja nicht mehr. Das ist ein 86er. Okay. Kann 90er Behälter nehmen, aber der finde ich hässlich. Ja. Irgendwas hier. Das gibt doch von den Japsen, gibt es doch hier diesen Kleber oder nee, so. Nee. Ich suche den so lange, bis ich ihn finde. Ja, mal gucken. Man muss aber Rufen fragen von der Turboschmiede, der hat jeden Scheiß. Ja. Das ist der Wahnsinn, ey. So Leute, ich baue Steuergerät aus und dann geht's gleich weiter. So, meine Lieben. Das war eine Aktion, ey. Das könnt ihr euch schon wieder nicht vorstellen, Alter. Datenstand auf dem Golf ist auf jeden Fall nicht Serie. Da wurde schon ein bisschen an der Zündung rumgespielt, habe ich gesehen. Nicht viel. Zwei Kennfelder wurden auch vergessen oder nicht gemacht oder keine Ahnung, was die vorhatten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte ich aufgrund dessen den Datenstand auch nicht direkt identifizieren und sagen, hey, der und der ist das. So, Alien Tech Support heute gnadenlose Kacke. Also, was habe ich gemacht? Ich habe alle Datenstände runtergezogen, die es bei AlienTech auf der Website gab und habe mir dann den richtigen rausgesucht, habe jetzt eine Optimierung drauf gemacht und dann gucken wir mal, was er jetzt hat. Auf jeden Fall hat das Ganze, wie lange jetzt gedauert? Locker 2 Stunden, ne? Ja. Länger? Ja, 2,5, also auf jeden Fall. Naja, jedenfalls haben wir jetzt noch einen Sockel aufs Steuergerät gelötet. Damit man quasi den Chip leichter abnehmen kann, wieder raufstecken kann,
was er jetzt theoretisch auch nicht mehr braucht. Ja. Außer wir wollen jetzt gleich nach der Messung nochmal nachbessern. Also, ich halte jetzt nochmal kurz fest. 235 Newtonmeter und 182 PS hat er gedrückt nach Korrektur. Ich bin gespannt. Also, was schätzt ihr denn? Ich kann, weiß nicht. Ich sag, wir drücken jetzt 195. Ja, 185 mehr. Oder 192. Da war ja schon was gemacht, das ist ja das. Ich sag, du machst dir 185 voll. 3 PS? Ja, ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Hey, der Junge hat kein Vertrauen. Ich glaube, ich habe den Falschen rausgesucht. Nee. Ja, ich glaube, eine 190 steht da mindestens. Also da war ja softwaretechnisch schon was gemacht, deswegen hat er schon ein bisschen mehr Zündung gegeben. Aber wie gesagt, da war nicht alles gemacht und da war jetzt, glaube ich, ein Grad, anderthalb, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht noch ein bisschen mehr. Wir gucken mal, was der jetzt macht. Ja, aber ansonsten echt schickes Auto, Leute. Also ich muss sagen, schön lackiert, die Farbe passt, ist eine Ford-Farbe, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das auf dem Zweiergolf so gut aussieht. Motor gepflegt. Also hier hat sich jemand Mühe gegeben, sagen wir es mal so, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen warm laufen lassen. Ich habe jetzt leider nicht gefilmt, wie ich am Steuergerät selbst drauf war. Ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen. Auf jeden Fall. Ja, habe ich hier so eine E-Pros geschrieben. Ja, hatte jetzt halt einen Stecksockel und habe den Sockel halt drauf gemacht, weil wir haben jetzt irgendwie 5-6 Datenstände ausprobiert, bevor wir den richtigen gefunden haben. Beziehungsweise einen gefunden haben, der passt zu dem Motor, zu der Drosselklappe und zu der Zündung. Und das Blöde war halt, die waren nicht beschriftet, die Datenstände auf dem Server. Deswegen mussten wir jetzt halt rumprobieren und ich hätte immer wieder den Chip rauf, runter löten müssen. Deswegen Stecksockel raufgehauen und dann kann man den Chip immer schön raufstecken, anklemmen, abziehen, raufstecken. Geht schneller, sauberer. Ne? Ich meine, wenn ich da 30.000 Mal drauf rumgelötet habe, dann sieht nachher das Steuergerät auch nicht mehr so schön aus. Ja. Ich fahre ihn mal so ein bisschen warm auf der Rolle und dann gucken wir mal, was er drückt. Ich bin gespannt. Also ich glaube, eine 190 steht da. Wie gesagt, Serie haben die 174. Aber wie gesagt, da war schon was gemacht. Ein bisschen mit Zündung war drauf. Und ich habe das jetzt nochmal vernünftig bearbeitet und habe nochmal einen Ticken mehr drauf gegeben und auch alle Kennfelder, die relevant sind, bearbeitet und nicht nur die beiden, die da jetzt verändert waren. Daher hat er halt auch schon Serie ein bisschen mehr geschmissen, wobei ich sagen muss, diese Automatikmotoren, die laufen wirklich gut. So, dann gucken wir einfach, was der Temperatur macht und dann geht's los. Ihr habt gesehen, die Läufe, ich habe jetzt 3, 4, 5 Läufe gemacht, damit das Steuergerät auch mal so ein bisschen anlernt. Also, wir hatten in der Eingangsmessung mit schon bereits einigermaßen gut vorhandenem Tuning 182 PS und 335 Newtonmeter. Also so drehmomenttechnisch ist da nicht viel passiert. Wir haben jetzt 190,1 PS und knapp 260 Newtonmeter. Korrigiert 258 Newtonmeter. Das ist schon ordentlich. Und das Ding kommt ursprünglich aus einem Automatik und dadurch läuft er so geil.
Wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen. Wenn ihr Schlachtermotoren euch holt für irgendwelche Projekte, holt die aus irgendeinem Automatikauto. Die Motoren laufen einfach besser. Das habe ich in der Vergangenheit schon so oft festgestellt. Ja, was sagst du? Bist du zufrieden, dass der überhaupt die Leistung hat? Ne? Auf jeden Fall begeistert, ja. Ja. 190 PS ist schon nicht verkehrt. Boah, die Sonne scheint mir. Ja. Hier. Begeistert, freut mich auch. Ja, ey, also Serie hat er ja schon deutlich mehr gemacht, beziehungsweise war er ja nie. Aber dass da jetzt 190 stehen. Ich denke mal, wir sollten mal eine Probefahrt machen. Mal gucken, wie er läuft, wa? Ja, bin gespannt. Und ganz lustig, ne, Jungs? Ein bisschen heiß geworden ist er auch. Da schmilzt die Stoßstange schon. Was sagtest du mit dem Auspuffgummi? Ist bestimmt weggerissen, sag ich. Nicht schlecht. Ja, aber schickes Auto. Mich freut das auch. Das hat jetzt echt Nerven gekostet. Ne? Um 12 wart ihr hier, glaube ich. Ne? Und wir haben es jetzt mittlerweile, ich müsste lügen, 4. Also, das hat schon Nerven gekostet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Kleine drückt jetzt 190 PS. Und das ist für ein VR6 schon richtig geil. Mein Kollege da macht sich jetzt an die Spanngurte. Und dann geht es gleich aber auf die Straße. Einfach mal gucken, wie er fährt. Ich bin gespannt. So, ey Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe vergessen zu filmen. Kein Scheiß jetzt. Aber das Ding läuft gut, ne? Echt brutal, ja. Also, was hat er, also vorher im zweiten Gang hast du ihn gedreht bis? Bis 100. Bis 100. Und jetzt waren wir bei? Easy 120. 120. Und man merkt, ab 5, 5,5, der drückt immer noch. Das ist nicht mehr dieses, dass er einfach so aufhört und ihn nicht mehr weiterlässt. Ey, ohne Scheiß, ich habe vergessen zu filmen. So, wir sind jetzt aber schon so lange dran an dieser Kiste und ich habe hier auch schon den nächsten stehen. CLS. Das wird auch eine ganz lustige Nummer. Das ist ein schönes Ding, wa? Vor allen Dingen draußen, wenn er so in der Sonne steht. Und ich finde, der Lack passt zu den dunklen Rückleuchten. Das ist auch nicht so oft. Schon ein geiles Auto. Ja, ich habe echt vergessen, während der Fahrt zu filmen. Ey, so eine Katastrophe. Aber der läuft. Der läuft richtig geil. So, Leute, haut rein.